Ja, ich fand das, wir haben ja, sehr gut gespielt heute. Wir haben sehr gut gedeckt. Unser Angriff hat schon funktioniert. Und dann haben wir ja, ein einfaches Tor gemacht in der ersten Halbzeit. Viele Gegenstöße. Und ja, dann waren wir 7 Tore vorne, denke ich, nach der ersten Halbzeit. Und dann haben wir diese Confident und ja klar, ist das in zweiter Halbzeit haben wir erste 15 Minuten schon auch sehr gut gedeckt und aber danach war das eigentlich schon da und der Sieg und ja, 2 Punkte ist 2 Punkte und wir sind sehr glücklich. Wie sehr hast du dich mitgefreut für Jannik, dass er seine ersten Minuten nach der Verletzung heute bekommen hat? Ja, sehr. Das ist ein Jahr, seit er hat sein Kreuzband gerissen und jeden Tag hat man ihn in Kraftraum gesehen oder bei Severin und er hat jeden Tag gearbeitet und es ist unfassbar, was er hat gemacht letzte Monate, letzte Jahr und ich freue mich sehr, dass er zurück ist. Ja, perfekter Start. Also mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Erste Halbzeit überragend gespielt, gerade defensiv. Göpping macht halt auch viele Fehler, wir bestrafen es konsequent. Ja, und zweite Halbzeit, glaube ich, fehlt auf beiden Seiten so die letzte Konsequenz in der Abwehr. Für uns super, weil wir den Vorsprung so verwalten können, wenn du jeden Angriff im Tor machst. Für mich selber hinten hat es ja nicht so viel Spaß gemacht, wenn ein Kreisläufer einen Schuss nach dem anderen kriegen, aber lässt sich an so einem Tag dann auch mal verkraften. Jetzt ist ja nach einer Pause, weiß man nie so recht, wo man steht, aber von außen muss man sagen, auch mit den Personaleinschränkungen, die ihr hattet wegen EM, wegen Verletzungen, sah das schon wirklich sehr gut aus. Also da habt ihr die Zeit auch individuell gut nutzen können, oder? Ja, ich finde, Simon macht einen richtig guten Job heute, dem hat das gut getan, die Pause. Ja, und Max und Tom, die arbeiten da halt wie die Schweine, ne? Also die machen da einen riesen Job in der Abwehr. Dann glaube ich auch, weiß nicht, wir machen genauso viele Tore über den Kreis wie Göpping. Also die haben, glaube ich, auch jeder 5, 6 Tore gemacht. Und von daher Riesenlob an die beiden, die haben es top gemacht. Und ja, sah schon richtig gut aus. Und man hat halt gesehen, dass beide Mannschaften Fehler machen. Göpping macht die paar Fehler mehr, die wir dann bestrafen. Und deswegen geht das Spiel so aus. Sonntag kommt Kiel. Vorfreude. Ja, auf jeden Fall. Auch nicht der schlechteste Zeitpunkt, um gegen Kiel zu spielen. Aber ich denke, wir sind gut beraten, auf uns zu gucken. Wenn wir so eine Defensivleistung wie in der ersten Halbzeit auch in die zweite Halbzeit mitnehmen können und vorne weiter ja, einfach unsere Chancen reinmachen, konsequent bis zum Ende spielen, dann sieht das gut aus. Aber natürlich kommt da auch nochmal eine andere Qualität auf uns zu.